Hallo Freunde und willkommen heute mit einem Video aus der Linux-Ecke. Und zwar will ich euch zeigen, wie wir das Tor-Netzwerk zu unser Default-Gateway, unser Standard-Gateway, machen können, um so ja, mehr oder weniger anonym im Internet zu surfen oder Nachrichten zu versenden. Das Tor-Netzwerk ist einfach ein Netzwerk zur Anonymisierung von Verbindungsdaten. Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen, und wird genutzt sowohl von kriminellen Hackern bis hin zu den Strafverfolgungsbehörden. Und nun will ich euch aber ein Tool hier zeigen, was kostenlos ist, beziehungsweise ein Skript ist das, ja, das sich IP-Tables und eben das Tor-Projekt zunutze macht. Es heißt NIPE. Und es leitet einfach den kompletten Netzwerk-Traffic über das Tor-Netzwerk, also von unserem PC hier aus, sodass wir dann eben nicht mehr zurückverfolgt werden können. Ja, also das Tool stellt im Prinzip Routing-Regeln, die ja den Traffic hier über das Tor-Network umleiten. Das können wir jetzt hier vom GitHub, wie gesagt, kostenlos herunterladen. Einfach hier nach NIPE suchen. Den Link findet ihr auch nachher in der Beschreibung beziehungsweise unter dem Video. Das ist hier das erste Eintrag hier. Ja, hier sieht man schon, NIPE is a script to make Tor Network your default gateway. Das ist ein Perl-Skript. Wir klicken hier einfach drauf und schon genau hier haben wir nochmal eine Beschreibung, wie das funktioniert und auch hier eine kleine Anleitung, wie man das ja herunterladen und installiert. Hier nochmal die Optionen, die ganzen ja, Befehle hier, ja, Install, Start, Stop, Restart, Status, ja, das übliche halt. Genau, wir kopieren uns aber hier den Link, zack, also hier einfach auf Clone or Download klicken, ja, und dann den Link hier kopieren und nun starten wir hier ein Terminal. Ich mache das mal vielleicht ein bisschen größer hier. Zack. Ich gehe mal zu meinem Opt. Na. Jetzt hier die englische Tastatur Folder hier. Und genau, jetzt können wir einfach mit Git clone. Also ich clone mir jetzt einfach die Repository hier. Git clone und den Link hier einfügen und auf Enter drücken. Und ja, schon ist das jetzt hier durch, geklont. Wir haben hier einen neuen Folder hier, NIPE. Wir wechseln wieder in den Folder hier. Ich mache mal ein Clear hier, zack. Und nun, genau, jetzt müssen wir noch ein Modul hier installieren. Ich habe das hier, genau, hier mit cpan hier, das Modul hier. Muss noch installiert werden. Ich füge einfach mal ein hier das Ganze nochmal mit Yes bestätigen. Und ja, das dauert jetzt ein paar Sekunden hier. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange, bis das Modul jetzt hier erstmal installiert wird. Und wenn das jetzt hier durch ist, müssen wir natürlich noch unser Skript hier, unser Tool installieren. Hier, genau, hier mit Perl, NIPE.pl install. Ich kopiere mir das schon mal hier, dann brauche ich nachher nicht mehr einzugeben. Zack. Okay, das dauert noch einen kleinen Moment hier. Irgendwie. Und okay, das scheint jetzt durch zu sein. Nun füge ich mir hier mit, also das ein hier, perl-nipe.pl install. Das ist, wir können jetzt noch mal hier gucken. Das ist hier, ja, das Skript hier, dieses Perl-Skript. Und ne. Ach Gott. So, nochmal einfügen hier und Enter. Und nun wird das jetzt nochmal mit Yes. Ich glaube, genau. Nochmal mit Yes bestätigen hier.
Und schon geht es los hier mit der Installation. Wir müssen jetzt nur noch abwarten, bis das jetzt hier durch ist. Und genau, wir können jetzt... Ja, ich kann jetzt, ich habe jetzt hier meine IP, wie ist meine IP, genau. Wir können schon mal nachschauen hier, genau, das ist jetzt durch hier. Wir sehen hier, das ist jetzt meine aktuelle IP-Adresse, die richtige, ja, meine öffentliche IP-Adresse. Ich mache mal jetzt hier ein Clear und wir können jetzt mit Perl, oh Gott, so, zack, Perl, nein, PL, vielleicht erstmal einen Status draufschmeißen hier und Start, Stop, Status, Status, irgendwas ist hier. IPL, oh Gott, okay, ganz langsam. Man muss es natürlich richtig schreiben. Genau. Und hier sehen wir Status disabled und meine richtige IP-Adresse hier. Und nun können wir das Tool jetzt hier starten mit ja, Perl Leerzeichen NIPE.pl Leerzeichen Start. Und schon ist das gestartet. Wenn ich jetzt hier nochmal eine Statusabfrage hier drauf schmeiße, dann, wenn das funktioniert, müssten wir eine andere IP-Adresse hier haben. Wir können alternativ natürlich auch hier ein Refresh machen von unserem Browser. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Das verbindet sich jetzt mit dem mit dem Tor Netzwerk, was das jetzt hier leider nicht funktioniert hat. Wir versuchen das jetzt aber trotzdem nochmal. Und jetzt nochmal ein Status hier. Irgendwie. Genau, jetzt hat er sich verbunden. Ja, da gab es irgendwie. Jetzt sehen wir Status activated. Und schon haben wir eine ganz andere IP-Adresse hier, eine öffentliche. Hier hat sich diese Seite auch schon erneuert, hier refreshed. Ich mache das nochmal. Und schon, ja, haben wir jetzt eine IP-Adresse hier irgendwie eine ganz anderes und sind ja nicht mehr zurückverfolgbar und ziemlich anonym unterwegs. Genau, das war es auch schon alles. Ich wollte euch das nochmal zeigen hier. Ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.